Moin, moin Freunde. Moin. Jeder von euch, der nicht Blau-Weiß-Fan ist oder Schwarz, nein, entschuldige. Ich wollte nur mal sehen, Gerd, wie du reagierst mit so einer Ansage. So, liebe Freunde, herzlich willkommen. Ja, das ist es heute, unser Clip Nummer 23. Und das mit dem abgespaceden Thema. Gerd. Klimawandel und Gesellschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder Ja. gesellschaftliche Entwicklung. Ich. Ja, es ist der erste Clip im Jahr 2021. Ich habe mir viele Resümees angesehen in Bezug auf das Jahr 2020 und da hieß es immer, wir sind alle froh, dass dieses furchtbare Jahr hinter uns liegt und wir hoffen alle, dass wir im Jahr 2021 zurück zur Normalität kehren. Wenn das mal nicht die große Illusion ist, ist so meine Conclusio aus dieser Denkweise. Nicht, dass ich denke, wir fahren immer weiter in die Katastrophe, aber sind weiter in dem Fahrwasser großer Veränderungen, die werden stattfinden. Die Pandemie, in der wir uns momentan befinden oder von der wir betroffen sind und den Maßnahmen, um sie einzudämmen, ist ein weites Thema, aber nicht das Thema, das uns in Zukunft exklusiv beschäftigen wird. Und wir hatten vor kurzem mal in einer unserer informellen kurzen Vorbesprechung, hatte ich mal erwähnt, dass ich ein interessantes Buch gelesen habe von Philipp Bloom, der sich normalerweise mit den Philosophen der Aufklärung beschäftigt. Und das heißt genau, die Welt aus den Angeln. Und dieses Buch hat er geschrieben vor 2, 3 Jahren. Oder vor 2, 3 Jahren ist es veröffentlicht worden. Und da geht es um die sogenannte kleine Eiszeit, die von 1570 bis, nee, oder? 1685, ja, so. Ja, so in der Zeit über 30 Jahre oder über 70 Jahre ungefähr geherrscht hat. Da gab es nämlich in Europa eine doch beträchtliche Klimaveränderung. Über die Ursachen müssen wir hier vielleicht gar nicht sprechen, aber insgesamt war zwischen die Zeit vor dieser kleinen Eiszeit und hinterher war eine Temperaturdifferenz von insgesamt 4 Grad. Und in den Museen, vor allen Dingen in den mitteleuropäischen Museen und vor allen Dingen durch die niederländische Malerei, können wir uns das heute alles noch ansehen. Es gibt wunderbare Bilder, ja, wer kennt sie nicht vom Sehen, wo die ganze Gesellschaft auf dem Eis im Verkehr ist. Also die Normalität bestand darin, dass es eiskalt war, dass alles zugefroren war und die Niederlande mehr oder weniger ein Brennpunkt war in dieser Zeit. Und daraus ist eine ganze Menge entstanden. Nicht nur jetzt in klimatologischer Hinsicht und in biologischer und was weiß ich nicht alles, sondern auch in philosophischer und ökonomischer. Es war ein Wendepunkt in der, ja, ist im Grunde genommen ein Auftakt für die Neuzeit. Und das ist natürlich sehr spannend angesichts der Diskussionen, die wir heute führen, wo wir auch sagen, wir haben einen Klimawandel, dieser Klimawandel bringt nichts Gutes. Und wir müssen uns in Bezug auf unser Konsumverhalten und vielleicht auch in Bezug auf die Produktion muss sich vieles ändern, sonst gehen wir alle unter. Und wir wollten, dass dieses Szenario, das immer wieder entworfen wird, wollten wir heute mal ein bisschen hinterfragen. Ist das richtig so? Ja, eine völlig anspruchslose Aufgabe. Ja, klar. Das heißt, wir heben so wie zwei alte Adler, heben wir ab und aus so einer übergeordneten Perspektive schauen wir dann auf Pestlandschaften, auf Leute, die auf zugefrorenen Seen, auf Landschaften in der Zeit, die du angesprochen hast, in der es in Mitteleuropa im Sommer gehagelt und geschneit hat, wegen Mhm.
wegen der 4 Grad Temperaturveränderung. Und ja, also wir schauen halt von oben herab und versuchen, wenn man so will, ist das so eine Art, könnte sein so ein kleines Benchmark-Experiment, dass wir sagen, okay, es gibt heute, gibt es halt Politiker, Wissenschaftler oder wie auch immer, die sagen, naja, wir legen halt Ende dieses Jahres den Schalter wieder um und dann geht's Leben so weiter wie bisher. So nach dem Motto, ich will alles sofort. Ich will idealerweise für 5 Euro nach Barcelona fliegen. Ja. Und dann, um dann zu schauen, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Was können wir aus der Zeit der Pest, was war das, 1347, 48 bis 51 lernen? Welche Folge hatte da die Klimaveränderung? Das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, war eine kleine Wärmezeit. Da ist es halt wärmer geworden. Und das Pestbakterium mochte das. Und die Ratten haben sich halt furchtbar vermehrt. Und dann gab es halt von dir die angesprochenen 4 Grad Temperatur, Erniedrigung zur kleinen Eiszeit ins 16. 17. Jahrhundert. Und wir wollen einfach mal schauen, was können wir aus der Zeit lernen, aus klimatischen Veränderungen bezüglich Änderungen in der Gesellschaft. Ja. Sind da Disruptionen abzusehen oder Business as usual, werden wir Ende des Jahres oder in 2 Jahren eine Gesellschaft haben, wie wir sie vor 2, 3 oder 5 Jahren hatten? Das ist die spannende Frage. Und, ich glaube, so spannend ist die nicht, weil das nicht stattfinden wird. Ja? Also meine Prognose wäre, wir bekommen das nicht. Also was mich eigentlich am meisten fasziniert hat an der Darstellung, ist, dass die kleine Eiszeit, die ist zunächst interpretiert worden mit dem geistigen Besteck, das die meisten Menschen hatten, ist das interpretiert worden als eine Strafe Gottes, als die Naturgewalten ja immer als ein verlängerter Arm gesehen wurde des Gottes, dass die Nöte, die Hungersnöte, die daraus entstanden sind, dazu geführt haben, dass die Ersten sich die Frage gestellt haben, was ist denn das für ein Gott, der sowas zulässt? Also das heißt, die alten Interpretationsmechanismen in Bezug auf die Lebensbedingungen der Menschen gerieten ins Wanken. Ja, also er nennt da ja, er geht ja sehr dezidiert ein auf Montesquieu auf der einen Seite, auf Pascal und Descartes, und letztendlich auch Spinoza, der ja in Holland eben auch gewirkt hat, dass da im Grunde genommen eine neue Sichtweise in Bezug auf die menschliche Existenz entwickelt worden ist und sich aufgrund dessen eine neue Philosophie entwickelt hat, wo der Mensch im Zentrum steht und nicht eine überirdische Macht. Das ist das eine. Das andere hatte sehr materielle Ursachen. Auch die gesamte Ökonomie wurde verändert. Ja. Also es gab die sogenannte Subsidenzwirtschaft, also die Bauern haben Nahrungsmittel, Getreide in Form von Getreide und Fleisch produziert. Damit haben sie sich selbst versorgt und die Märkte haben in dem Sinne noch gar nicht so eine Rolle gespielt. Dann musste man plötzlich bestimmte Dinge wie zum Beispiel Weizen importieren. Es wurde ein Handelsgut, in Amsterdam entstand die Börse und aufgrund dessen ging es auch darum, die Bauern hatten vorher überhaupt keinen Anreiz zu intensivieren, keinen Anreiz zu effektivieren, um etwas für einen anonymen Markt zu produzieren und da bestimmte Preise zu bekommen, sondern wenn sie besser gewirtschaftet haben, haben die Lehnsherren einfach mehr ihnen weggenommen, also hatten sie kein Motiv. Plötzlich gab es das Motiv, es gab einen Markt, was man auf dem Markt verkaufen konnte, hat einen bestimmten Preis erzielt. Also das heißt im Grunde genommen, die kapitalistische Warenproduktion ist eine Folge der kleinen Eiszeit, wenn man so will. Und das ist eine Revolution gewesen, die die ganze Welt verändert hat. Ja, ja. Und insofern ist Naturgewalt nicht eine Bedrohung des Menschen an sich, sondern die Entwicklung der Natur führt dazu, solange der Mensch über eine gewisse Flexibilität
verfügen kann, die in Handeln umzumünzen ist, kann sie durchaus bewirken, dass Menschen sich anders organisieren, als sie es vorher getan haben. Und das fand ich das Spannende eigentlich an der Lektüre von dem Bloom. Absolut, absolut, absolut. Im Grunde sind da, geht es um so etwas wie Gänsefüßchen, das klingt zynisch, aber geht es um so etwas wie ein Spiel zwischen Bakterien, die Nischen suchen. Nicht? Das Pestbakterium hat halt eine Nische gesucht, optimale Bedingungen. Und wenn es die optimalen Bedingungen gefunden hat, Gänse gefunden, das hat kein Bewusstsein, aber wenn es die optimalen Bedingungen gab, die optimale Nische, dann hat sie halt genutzt und hat sich ausgebreitet. Und das hatte dann bestimmte Auswirkungen auf die Lebensbedingungen des Spielpartners, Homo sapiens. Das Gleiche passierte im Augenblick mit und Bakterien sind halt Bakterien, die haben keine Lipidhülle und die mögen eigentlich Wärme. Im Gegensatz zu dem Coronavirus, es ist halt ein Virus und hat, wenn man so will, so eine Art Speckmantel, eine Lipidhülle, und die mag Wärme nicht. Ja? Und die findet halt eine andere Nische. Und wenn man so will, sind Bakterien, Viren, sind Nischendetektoren, die sehr, sehr sensibel und damals 1348 und heute sehr, das sind Lebewesen, die Nischen suchen und sich in den Nischen ausbreiten. Und ohne mit uns zu diskutieren. Ja, die diskutieren nicht mit dem Ministerpräsidenten, die ändern, Viren haben natürlich keine Meinung oder Bakterien, aber die ändern ihre Vorgehensweise auch nicht. Ja. Und auf der anderen Seite stehen wir als eine Spezies, als eine Tierart, die dann versucht, auch bestimmte Nischen zu finden und sich in den Nischen auszubreiten. Und das ist damals wunderbar in dem Buch, das du zitiert hast, von Bloom, erläutert worden, 30% der Bevölkerung im 14. Jahrhundert während der Pestzeit, die sind halt gestorben. Und spannenderweise, sorry, wenn also wir reden heute jetzt nicht über Homeschooling und so weiter, so auf dieser operativen Ebene, sondern was du halt gesagt hast, wir reden dann über so die Ebene der Deutungshoheit. Wer hatte damals die Deutungshoheit? Also lange, lange Zeit die Kirche, nicht? Und irgendwann gab es die ersten Wissenschaftler in der Renaissance und später in der Zeit der Aufklärung. Und in der Aufklärung wurden die halt nicht mehr verbrannt, aber lange Zeit im 14., 15. Jahrhundert, da gab es dann Luther gehörte auch dazu. Leonardo da Vinci gehörte dazu. Nicht? Und also das war eine Zeit, kleine Eiszeit oder dann diese wärmere Zeit im 14. Jahrhundert. Es war eine Zeit, in der sich relativ dramatisch so die Deutungshoheiten verschoben haben. Und dann gab's ausgelöst, also die Deutungshoheiten haben sich verschoben aus unserer heutigen Sicht zugunsten der Aufklärung, die daraus entstanden ist. Ja. Es gibt noch eine Parallele dazu, also Katastrophen. Ja, Katastrophen haben zu Umdenken gefordert. Schöne Parallele dazu ist ja, es gibt so einen kleinen Dialog, die ersten Tage des ersten Lockdowns zwischen Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge. Und die nehmen die Katastrophe des Erdbebens und es gab ja ein Erdbeben in Lissabon, hinterher brannte die Stadt ab und dann kam auch noch die Pest. Ja. Ja, also was auch dazu geführt hat, mehr oder weniger parallel dazu geführt hat, dass auch die Deutungshoheit der Kirche ins Wanken geriet. Ja, also auch eine Katastrophe, eine lokal begrenzte, sehr begrenzte Katastrophe, aber die dazu geführt hat, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, ist diese Weltordnung, die man dieser einen Deutungshoheit zuschreibt, ist die noch valide? Ja, ja. Und aus diesen Katastrophen sind befreiende neue Deutungsmuster entstanden. Ja. Ja. Es gibt, ich überlege gerade, ich habe irgendwann mal einen Vortrag gehört von Professor Kramer. Das war der Doktorvater unseres Forschungsleiters bei Böhringer. Und der Vortrag hieß
ist Chaos nah, ist Schöpfung da. Also er hat halt Chaos und Schöpfung miteinander verbunden. Mir scheint das typisch für Krisenzeiten zu sein. Jetzt sagen wir nicht unbedingt aus, das ist jetzt nicht die typisch deutsche Sicht. Die typisch deutsche Sicht ist Chaos, Chaos, Chaos. Und es gibt aber die andere Seite, die heißt dann Schöpfung. Worauf ich hinaus will, ist, es ist ja kein Zufall, es geht jetzt immer wieder um die Deutungshoheit, es ist sicher kein Zufall, dass im Augenblick wirklich, ich formuliere es sehr höflich, sehr fragwürdige Verschwörungstheorien wie die von QAnon auftauchen. Also wenn man so will, dass das Pendel der Period of Enlightenment und wissenschaftszentriert hat, das pendelt halt teilweise zurück und es gibt dann gerade in so einer krisenhaften Zeit gibt es Deutungen und gibt es Figuren, die mich erinnern an Savonarola und auch wenn ich an Fridays for Future, das war einer meiner ersten Gedanken, und Greta Thunberg denke, dann tauchte bei mir aus den Tiefen meines Hirns, tauchte bei mir die Savonarolas Kinderpolizei auf. Ja, also Kinder, die gehalten waren, Savonarola hatte, glaube ich, Medizin zu studieren und hatte eigentlich eine wissenschaftliche Ausbildung, war Prior und der hielt halt nichts vom Reichtum und der Verschwendungssucht der katholischen Kirche. Und der hat dann junge Leute gewonnen, so wie das heute auch der Fall ist, bei Fridays for Future. Und die einfach ein klares Weltbild in einer gefühlten Katastrophe haben wollten. Und die Kinder waren dann von Savonarola angehalten, Eltern anzuzeigen. Und es gab dann Bücherverbrennung, Bilderverbrennung. Und im Augenblick habe ich so das Gefühl, wir sind insofern in einer krisenhaften Zeit, weil jetzt gehe ich mal auf QAnon, weil da Erzählungen, das sind ja keine Theorien, weil Erzählungen auftauchen, die mich, die so, ich will nicht sagen pseudoreligiösen Charakter, das sind Erzählungen aus einem Paralleluniversum, das mit Aufklärung nichts zu tun hat. Ja, das ist richtig. Und das scheint ein Indikator für Krise zu sein. Ja, das Interessante ist ja, dass bei diesen historischen Katastrophen, also vor allen Dingen jetzt, wenn wir auf diese kleine Eiszeit nochmal zu sprechen kommen, ja, das ja genauso vorhanden war. Ja. Also es gab die Deutungshoheit der Kirche. Ja. Und es wurde daraus abgeleitet, alles. Ja, also alles, was passiert ist, also da gibt ja dieses eine Beispiel, wo die Wale dann an der Nordsee, also an der holländischen Küste zu Hunderten gestrandet sind, weil sie irgendwie der Gebäude gefolgt sind, weil sich die Wassertemperatur geändert hatte und da hatten sie aber nicht mehr ihre Lebensbedingungen, das waren alles Fingerzeige des Herrn. Ja, also alles, was man natürlich mit Wissenschaft und genauer Beobachtung erklären kann, aus heutiger Sicht, damals gab es wenige, die sowas gemacht haben, wurde einfach anderen Mächten zugeschrieben. Also in erster Linie natürlich Gott. Es gab dann natürlich diese Verschwörungstheorien, also Hexenverbrennung, ne? Ja. Also wo man dann im Grunde genommen Schuldige gesucht hat. Das ging auch. Das ging in Bayern bis ins 19. Jahrhundert. Ich glaube, ich meine, im 17. Jahrhundert, zum Beginn des 17. Jahrhunderts, hatten wir ja dann auch noch einen 30-jährigen Krieg, wo Religion, wo Mystizismus, wo Obskurantismus und alles unterwegs war. Und auch der 30-jährige Krieg, ja, also diese Riesenkatastrophe. Also das ist mein Interesse, du merkst, ich bin hartnäckig. Auch dieser 30-jährige Krieg hat ja zu einem zivilisatorischen Gewaltakt geführt. Ja, ja, weil man, der Westfälische Frieden ist eigentlich die Grundlage gewesen für ein zivilisiertes Umgehen von Staaten miteinander. Die waren so erschöpft am Ende, alle Beteiligten am Ende dieses 30-jährigen Krieges, dass sie sich darauf geeinigt haben, ihre intrinsischen, werteorientierten
Motivationen spielen im Verkehr zwischen Staaten keine Rolle, sondern man geht davon aus, dass man gleichberechtigt ist, dass jeder legitime Interessen hat, auch wenn die konträr sind, und man sucht, wenn es geht, auf zivilen, friedlichen Wege einen Ausgleich. Ja. Ja, das ist ja auch eine Ebene, die ins Wanken gerät oder geraten ist mittlerweile. Wir sind ja, wir hören ja nicht mehr, wir verhandeln mit anderen Staaten, weil wir haben die und die Interessen, die haben die Interessen, können wir vielleicht zu einem Konsens kommen oder zu einem savoir vivre oder wie man das immer nennt. Ja. Nein, man argumentiert mit Werten. Ja? Das ist eigentlich die Vorbedingung gewesen für den 30-jährigen Krieg. Wir fallen hinter dem Westfälischen Frieden zurück. Ja. Ja? Aber die Katastrophe des Krieges hat geführt zu einem Fortschritt. Die Katastrophe von Lissabon und die Katastrophe der kleinen Eiszeit hat mit dazu beigetragen, dass sowas entstanden ist wie eine europäische Aufklärung. Ja. Und das ist die eine Sichtweise, die momentan aber nicht so en vogue ist. Und es gibt die andere Sichtweise, sind die Bedrohungsszenarien, das sind die Weltuntergangsfantasien, das sind die Schuldzuweisungen. Ja? Und da sind wir mittendrin. Ja, die sehen heute nett aus, ne? Die kommen nicht mehr im Mantel der Inquisition, sondern die tragen Gretchenzöpfe, ne? Und sprechen ein gebrochenes Englisch und gucken infantil, treuherzig. Und schon fällt die gesamte Gesellschaft oder ein Großteil der Gesellschaft folgt diesen Bedrohungsgeschichten. Ja. Ja, anstatt den Kopf einzuschalten und zu sagen, okay, es gibt bestimmte Erkenntnisse der Wissenschaft, aber wir fangen jetzt nicht an, zum Beispiel mit Sündenböcken. Ja, ja. Ja, sondern wir fangen vielleicht an mit Konstruktionen, mit Visionen, die etwas zu tun haben, mit besser machen, mit anders machen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wobei was du jetzt ansprichst, ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt nochmal bei diesen extraterrestrischen Lebewesen bin, und bei den Tierversuchen mit dem Homo sapiens, dann würden die Marsmännchen würden halt sagen, okay, wir generieren mal eine Krise, Corona, dann streuen wir eine Prise Angst dazu, mal schauen, was diese kleinen Tierchen machen. Dann streuen wir auch mal in Teil dieses Experiments so ein bisschen das Gewürz Impulskontrolle. Dann kriegen einige wenige Wissenschaftler bekommen so eine Prise Impulskontrolle. Die formulieren Modelle. Eine Woche später ändern die wieder. Ja, wo sind wir denn da? Wir erwarten doch von einem Teil der Tierchen, nicht, den politischen Tierchen, erwarten wir eine klare Ansage, Berechenbarkeit, Zuverlässigkeit. Und in diesem angstbeladenen Spannungsfeld der meisten von uns, ich möchte von unseren Politikern, wir möchten von unseren Politikern eine klare Ansage haben. Und dass diese klaren Ansagen über längere Zeit überhaupt nicht einzuhalten sind unter den augenblicklichen Gänsefüßchen experimentellen Bedingungen. Also das ist ein sehr, sehr komplexer Sachverhalt. Im Grunde der Mechanismus ist trivial. Also selbst der, ich weiß nicht, wie heißt dieser Typ, der abends auf dem ZDF immer Sanasforsch seine Sendung moderiert, Lanz. Also Lanz ist dann sehr, sehr prototypisch, also der wirkt auf mich sehr gut informiert, aber vor 4 oder 6 Wochen oder 8 Wochen hat er, nachdem Angela Merkel gesagt hat, ja, es wird nicht lange dauern, vor Weihnachten werden wir halt 19.000, eine 7-Tages-Inzidenz von 19.000 haben. Und da meinte Lanz meinte dann, Panikansage. Und kurz vor Weihnachten meinte er, ja, keine Panikansage ihm. Er hat wohl auf der Kopfebene wahrgenommen, was experimentelles Wachstum ist, Verdopplung, aber das ist auf der Bauchebene nicht angekommen. Er hat es irgendwie verstanden, aber nicht wirklich gefühlt. Und das, ich glaube, das geht den meisten oder allen von uns so. Wir sind nicht in der Lage, mit exponentiellen Funktionen umzugehen. Weil exponentielle Funktionen, ja, das scheint mental in Menschen nicht angelegt zu sein. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir mit irgendwelchen Versuchsbedingungen, Gänsefüßchen, Versuchsbedingungen zu tun haben, in dem sich irgendwas experimentell ändert, und experimentell heißt,
über relativ lange Zeit ein marginales Wachstum und dann gibt es ganz, ganz plötzlich in relativ kurzer Zeit ein sehr starkes Wachstum. Ja. Damit scheinen die meisten Menschen nicht gut umgehen zu können. Die Wissenschaft sagt dann, okay, wir versuchen dann in dieser Versuchsanordnung, versuchen wir Dinge vorherzusagen. Und was die Ausbreitung des Bakteriums, des Virus anbetrifft, geht das relativ gut. Aber wenn die Versuchsanordnung komplexer ist oder die Modellierung, wie reagieren Menschen eigentlich darauf? Wie reagieren Menschen, die in der Führungsverantwortung sind, wie Ministerpräsidenten oder die Kanzlerin darauf? Ja, also da sind wir dann im Bereich Kommunikation. Wie kann man als Politiker, wenn ich als Politiker wirklich verstehen sollte, was da passiert, ich vermute mal, die meisten, oder ich bin sicher, die meisten sind halt keine Naturwissenschaftler, die sind Juristen oder Betriebswirte und die haben dann eher Verständnisschwierigkeiten mit experimentellem Wachstum. Und wie werden die dann mit dieser, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen konfus rede, wie werden die dann mit diesen unterschiedlichen Erwartungen, wie werden diesen unterschiedlichen Erwartungen gerecht? Die meisten Bürger erwarten eine klare Ansage und die erwarten auch, dass die Ansage eingehalten wird. Und dass dann die Ansagen oder die Vorhersagen, dass die wirklich erreicht werden. Und auf der anderen Seite, wenn man so will, wäre das so die Voraufklärungszeit. Ja, das hat dann was Pseudo-Religiöses. Ich glaube, ich arbeite mit Fake News oder ich arbeite mit Meinung. Und auf der anderen Seite sind dann, vielleicht ein bisschen idealisiert, sind dann wissenschaftliche Fakten und die sagen, okay, wir können im Augenblick das System mit diesem Virus oder mit einem Bakterium können wir im Augenblick vorhersagen, aber das ist eine ganz, ganz grobe Modellierung. Wir wissen nicht, wie die Menschen reagieren. Und da gibt es viele Rückkopplungsschleifen und. Was ich damit sagen will, ist, in der wissenschaftlichen Welt werden Vermutungen angestellt und da wird ein Experiment durchgeführt und das Experiment bestätigt die Vermutung oder widerlegt sie. Und dann werden Wissenschaftler sagen, okay, wir müssen unser Modell verfeinern. Und das entspricht aber nicht der Erwartungshaltung, selbst wenn Leute studiert haben, in der Regel. Ja. Oder gymnasiale Ausbildung haben. Das entspricht nicht dem wirklich tief angelegten Verständnis der meisten Menschen, gerade in der Krisensituation. Also wenn ich Angst habe, sagen wir, ist mein Lieblingsvorgehen nicht eine kybernetische Modellierung. Ja, ja, das ist schon richtig. Sondern ich will ganz, ganz schnelle Schwimmflügelchen haben. Und das ist im Augenblick so eine Zeit, Krisenzeit, wie damals die Zeit der Pest oder der kleinen Eiszeit und so weiter. Das sind so Situationen, in denen gesellschaftliche Zustände auf der Rasierklinge sind. Und unter Umständen Kleinigkeiten entscheiden, ob man jetzt zur linken Seite oder rechten Seite wechselt. Und dieses Wechseln von links nach rechts hat halt auch mit dem Wechsel von Deutungshoheiten zu tun. Und im Augenblick habe ich den Eindruck, reiten wir auch auf der Rasierklinge, welche der beiden Deutungshoheiten gewinnen wird. Ist das eher die aufklärerische oder die voraufklärerische Deutungshoheit? Ja. Ja. Ja, ich würde dem überhaupt nicht widersprechen. Ich versuche es mir zu erklären. Also es gibt eine Geschichte, die ist eben didaktisch im Grunde genommen ein didaktisches Dilemma. Also auf der einen Seite in Bezug auf die Corona-Krise wird ja appelliert, dass man der Wissenschaft folgt. Und da wird auch öfters mal zugegeben, dass man bei einem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn keine absoluten Wahrheiten aussprechen kann. Ja. Man hat Hypothesen, ja, man gibt bestimmte Statements ab, weiß aber, die sind zeitlich begrenzt, deren Validität. Ne? Bis man wieder eine neue Erkenntnis hat, dann muss man das revidieren. Das wird gemacht momentan von Politikern. Die Politiker leben aber normalerweise nicht von dieser mentalen Einbettung in die Wissenschaften, sondern normalerweise ist ihr Handelsgut ja sind politische Wahrheiten oder gesellschaftliche Wahrheiten. Und die haben jetzt nicht unbedingt eine Halbwertszeit von 14 Tagen, wie das manchmal bei der Corona-Krise ist, sondern die haben eine Halbwertszeit von Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Aber sagen wir vielleicht mal in Jahren. Das aus dem Mund der gleichen Leute ist für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar.
Ja, dass sie auf der einen Seite sagen, Mensch, vor 3 Wochen haben sie noch das gesagt, heute sagen sie das, den kann man ja nicht mehr ernst nehmen als Politiker. Ja, dann sind Politiker mit der Terminologie von Wissenschaftlern unterwegs. Es geht auch um ein wissenschaftliches Problem. Die haben aber normalerweise, gehen sie aus oder kommen sie mit anderen, kommen sie mit gesellschaftlichen Wahrheiten. Die haben länger Bestand. Insofern sind viele Leute von denen jetzt enttäuscht. Ja, weil sie im Grunde genommen diesen Erkenntnisprozess in Bezug auf die Pandemie mehr oder weniger transportieren. Und die andere Geschichte ist, ob es gut geht oder nicht gut geht in Bezug auf die gesellschaftliche Wirkung. Wir haben jetzt mal unabhängig von Corona, ne, unabhängig vom Klimawandel oder alles zusammen, vielleicht auch eher alles zusammen, haben wir es noch zu tun mit Globalisierung, mit Digitalisierung und mit der ökonomischen Revolution. Diese ökonomische Revolution ihrerseits hat zur Folge, dass es numerisch eine Riesenkohorte von Verlierern gibt, die ihrerseits in den klassischen politischen Formationen keine Stimme mehr haben. Ja, also das sind, wenn heute die Kreativen, der Mittelstand, die Gebildeten, die, bei denen die Digitalisierung angekommen ist, die mit neuen Produkten im Grunde genommen ihr Auskommen verdienen, für die wird das gut gehen. Ja, die sehen sich vielleicht durch den Klimawandel bedroht, aber die sehen sich nicht bedroht durch die Digitalisierung. Bei den anderen, die ökonomisch auf der Strecke bleiben, weil die Produktionsweisen sich ändern, weil man keine Verbrennungsmotoren mehr baut, wo 800 Teile drin sind, sondern eine Batterie, wo nur noch 6 Teile drin sind, die jeder Depp zusammensetzen kann und kein hochqualifizierter Maschinenbauer und so weiter und so fort. Die werden verlieren sozial, die werden vielleicht verlieren nochmal sozial oder weil sie sozial so dastehen, wo sie sind durch den Klimawandel und die haben auch bei Corona schlechtere Karten. Das heißt, die haben im Grunde genommen 3 miese Blätter auf der Hand und für die sieht das alles ganz anders aus. Ja, und deshalb sind wir, und dann kommen diejenigen, die gute Blätter in der Hand haben und erklären denen die Welt. Das verstehen die aber überhaupt nicht mehr und die wollen es auch nicht mehr verstehen. Ja, ja. Da sie aber keine politische Stimme mehr haben. Politische Stimme heißt für mich aus meiner Sicht auch immer in einen wie auch immer gearteten, und wenn es in der Revolution endet, aber das ist immer noch ein zivilisatorischer Prozess, den haben die aber, das haben die nicht mehr. Also das heißt, das muss sich anarchisch destruktiv, muss sich das niederschlagen, wenn das alles so bleibt. Aber wir haben eine, nicht nur in Bezug auf die Ansichten, sondern wir haben auch sozial haben wir eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. Ökonomisch, pandemisch und in Bezug auf die Zugänge zu den Erkenntnissen. Und die Untergangsszenarien. Ja, das kommt ja jetzt dazu. Die Untergangsszenarien in Bezug auf den Klimawandel aus dem Mittelstand, die sind bei denen, wir haben ja mal über die Deplorables gesprochen, ja, die sind bei denen, die 3 schlechte Karten auf der Hand haben, darüber lachen die. Das ist der Grund. Ja? Die Interaktion innerhalb der Gesellschaft über verschiedene soziale Zugänge hinaus findet nicht mehr statt. Und das ist existenziell meines Erachtens die größte Bedrohung. Das wäre so das Resümee einer Reise, die anfängt in der kleinen Wärmezeit im 14. Jahrhundert, in der kleinen Eiszeit im 17., 18. Jahrhundert und so als Benchmarking-Ansatz, um zu sehen, was kann man aus der Zeit, 30-jähriger Krieg, was kann man aus diesen Situationen, aus diesen Zusammenhängen zwischen klimatischen Änderungen, gesellschaftlichen Veränderungen, was kann man für das 21. Jahrhundert oder den Anfang des 21. Jahrhunderts lernen? Ja, dann machen wir eben mal einen Gedankenstrich, oder? Ja, wobei
Wobei, Gedankenstrich. Und vielleicht einfach, auf welcher Farbe steht deine Ampel, was jetzt die Veränderung zu Beginn 2021 oder jetzt in dieser Dekade in Europa, oder wahrscheinlich kann man es nicht nur auf Europa konzentrieren. Auf welcher steht deine Ampel auf Gelb, du weißt noch nicht, oder Grün oder Rot, und bist du da eher Erschöpfungsdenker? Grundsätzlich glaube ich, also wenn ich bin nicht jemand, der sagt, wir sind am Ende der Geschichte. Ja. Ja, also der menschlichen Geschichte. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass Menschen in der Lage sind, aus Katastrophen zu lernen und sich neu zu arrangieren. Was mich sehr unruhig stimmt, ist das absolute Unverständnis derer, die tiefere Einblicke haben in die Situation einer immer größeren Gruppe von Menschen, die, wie ich bleibe bei dem Bild, die diese drei ganz miserablen Karten auf der Hand haben. Ja, also über die zu reden, als seien die halt intellektuell dem Prozess nicht gewachsen, das birgt destruktive Potenziale, die enorm sind. Und das kann zu vielerlei Dingen führen, das kann auch zu einem historischen Rollback führen, das mehrere Generationen sogar dauern kann. Das weiß ich nicht. Grundsätzlich denke ich, die Lage ist günstig, um vieles anders zu machen. Ja. Diejenigen, die also freiwillig, hören die nicht damit auf, die alles kaputt machen. Die sind in einer sehr privilegierten Situation, die haben auch die Macht. Und es gibt keine intelligente Macht, die dem gegenüber stünde, sondern es gibt eine rohe Macht, eine rohe Gewalt, die einfach dadurch ausgelöst wird, dass Existenzen tatsächlich bedroht werden. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen intellektualisiert, aber es ist eine spannende Situation. Ich würde auch sagen, wir haben als verschiedene Gesellschaften die Möglichkeit, steuernd einzugreifen. Wobei, ich denke, eine wichtige Zutat für eine erfolgreiche Gestaltung hat zum Beispiel mit Demut zu tun. Ja, nicht nur zu sagen, ich bin Wissenschaftler und ich verstehe alles besser als die anderen. Und ihr seid einfach so abbarbar. Verstehen es nicht. Also ich habe gerade so in der letzten Zeit immer wieder Diskussionen geführt, wo man mich dann fragte, naja, wenn du sprichst dieses Thema auch immer wieder an, was stimmt, ne, was ich auch mache auf meinem Blog. Glaubst du denn, dass diese Menschen, die so total jetzt im Grunde genommen schon so aus dem Gullideckel linsen, glaubst du denn, die lesen deinen Blog? Nee, glaube ich nicht, ich bin ja kein Träumer. Ja, aber meinen Blog lesen Leute, die meinen, sie könnten die Welt erklären und die Leute ignorieren. Ja, ja, das ist der Punkt. Wenn wir die nicht mehr auf dem Schirm haben, ja, und uns überlegen, wie verhelfen wir denen zu einer Stimme, ja, dann brauchen wir uns nicht zu wundern. Das ist so der Punkt. Und ich höre dann immer wieder in meinem Bekanntenkreis, habe ich so Leute nicht. Ja, bitte, dann bewegt euch mal. Ja, geht mal raus, stellt euch mal auf die Straße. Ja, geht mal zum Bäcker, hört mal, was die Leute da reden. Ja. Ja, man kann ja selbst, wenn man eine Maske trägt, kann man ja hören. Ja. Also danke für die Ergänzung. Gerne hier einen Strich. Und ja, also es wird jetzt, denke ich mal, in einer Stunde oder so gibt es dann, werden wir in YouTube den Clip zur Verfügung stellen. Es wird einen kleinen Text dazu geben. Und Gerd, geht es ab nächste Woche weiter? Ja. Okay. Also, liebe Freunde, wir überraschen euch dann mit dem Clip Nummer 24. Wer weiß, was aus den Tiefen oder aus von oben herabgegeben, von oben heißt dann Gerd, du hast dann eine Eingebung. Aha. Hast du schon eine Idee? Nee. Okay, das ist auch das Spannende für unsere Freunde, für unsere Zuhörer. Wir, Gerd und ich, tauschen uns dann über WhatsApp aus, Messenger, glaube ich, Messenger. Und
je nach Tageszeit fällt uns da was ein oder wir lesen irgendwas und dann ein sehr, sehr kreativer Prozess. Ja, also ich bin gespannt, oder Gerd, wir sind gespannt auf das Thema der Woche. Und ja, wir freuen uns über euer Feedback. Alles Gute für Überlebt 2021. Ja. Und bis dann. Ja, bis dann, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.